Moin und willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Diesmal bin ich allein auf der Map unterwegs. Was ich noch nicht so weiß, ist, ob das eine gute Idee war, denn wir haben nur einen einzigen Boss, das heißt, es wird relativ PvP-lastig werden. Wenn sich die Teams nicht schon mal gegenseitig ausmerzen. Ach der Scheiße, und ich habe den Boss gefunden. Beziehungsweise, ich habe nichts dafür getan. Bin beim Boss gespawnt. Aber er ist, meine ich zumindest hier, dass ich ihn hier gehört habe. Ja. Okay. Dann würde ich immer noch alleine. Wollte ich das dennoch hier alles ein wenig verminen? Mal da raus. Ja, das war jetzt alles viel, viel lauter, als ich eigentlich wollte. Richtig gehört, ist schon jemand da? Oder habe ich mir das eingebildet? Das habe ich mir wahrscheinlich eingebildet.
Boss habe ich hier nicht in, Boss sag ich schon, einen Ausgang habe ich nicht in der Nähe. Zumindest nicht unmittelbar. Ansonsten hätte ich ja eigentlich auch versuchen können, ihn zu machen und rauszurennen, aber. Okay, habe ich richtig gehört, da kommt jemand. Klingt nach einer Person. Shit. Kommen wir weitere gelaufen. Okay, warum hat er denn keine Ahnung, von wo geschossen wurde?
kann leider nichts erkennen. Da bewegt sich was, aber das ist ein Zombie. Und das da weiß ich nicht. Dann bewegt sich zu viel, als dass es ein Spieler wäre. Das ist keine Chaos Bomb. Sowieso nicht. Und das klang schon nicht. Jetzt glaube ich wieder der Zombie, der sich da lang bewegt. Warum ist das Fenster da oben auf? Ja, da kommt was, ne? Schuss. Da kommt, Leute. Der Boss ist hier. Und es wird immer noch sonst wo geschossen. Der ist auch hin. Aber bei dem glaube ich halt, dass das ein Solo ist. Jo. Und dass er gegebenenfalls eben wieder aufsteht. Und das ist er auch. So, Leute, kommt.
Vielleicht 20 Minuten um. Frage ist, weiß der, woher ich geschossen habe? Ist auf jeden Fall schlau genug, nicht immer wieder da oben aufzutauchen. Aber wenn der wüsste, von wo ich geschossen habe, dann wäre ich ja selber wahrscheinlich schon lange down.
glaube, da war mehr als nur ein Zombie. Oder rechts von mir ist ein Zombie. Okay, habe ich mir schon mal eingebildet. Okay, das ist weiß, also ist der ja wohl weiter weggegangen. Jetzt muss ich eigentlich hier irgendwo in Stellung gehen. Thank you.
So, was jetzt? Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Die Zeit ist noch 16 Minuten. Es wird jetzt schon bald haarig, den Boss überhaupt noch zu bannen. Innerhalb der Zeit. Also erledigen und bannen. Da lief einer. Beige, würde ich sagen. Da, oder? Da läuft er. Was macht er? Verstehe nicht. Ach, 14 Minuten. Töten, bannen und zum Ausgang bringen. Das wird jetzt echt verdammt knapp. Irgendjemanden habe ich erledigt. Hört sich zwar erstmal so an, als wenn ich beschossen werde von einem Pfeil oder so. Aber es ist scheinbar eins meiner Fässer hochgegangen. Okay, da hatte ich ja gerade eben den anderen gelegt und der ist definitiv wieder aufgestanden.
10 Minuten. So, die nehmen wir lieber schon mal. Sieht aber gut aus. Dann rennen wir jetzt mal raus.
Einfach so. Ja, aber was der andere Typ da hinten gemacht hat, keine Ahnung. Das hat mich alles ein wenig verwirrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber so, ja. Nette Runde mit sehr viel Wartezeit. Ja, meine erste richtige Sniper-Run-Runde. Zum Glück erfolgreich.